Moin Leute, ja, 7. Januar, leichter Schneefall, ist einfach kuschelig. Unser Kameramann hat hier einen Schirm dabei und das hört sich so toll an auf dem Schirm, wenn das der so, das knistert so. Ich denke mal, Michi ist auch in dem Video so angefangen, man hört es auch. Und ja, wir wollen mit euch eine Reise machen durch unsere Fräulein. 12 Monate, wir werden hier hochgehen, 2 Reihen. Und wenn wir oben angekommen sind, sind diese 12 Monate um. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir hier mal ein richtig schönes Stück rein in unsere Fräulein. Richtig. Und gucken Fräulein, uns die mal. Habt ihr ja schon auf zusammen. Unserem YouTube-Kanal oft gesehen. Ist eine ganz neue Sorte. Für die, die das nicht wissen, kann man das ja nochmal eben wiederholen. Ja. Wir können aber auch schon starten. Du kannst ja mal ein bisschen was zu erzählen. Ja, hier haben wir sie gepflanzt letztes Jahr im Herbst. Und sie haben einen schönen Sommer hingelegt. Wir haben sie natürlich auch immer schön gefüttert. Gefüttert meine ich natürlich mit, dass wir auch vernünftig Wasser gegeben haben, Dünger, dass der Baum das richtig gut hat. Und was wir jetzt hier haben, was wir auch richtig schön sehen können, er hat sich super garniert mit Blütenholz für dieses Jahr hier. Hier sind richtig schöne Königsblüten an, das darf man auch ruhig so sagen. Wir haben hier schöne Fruchtspieße dran, die auch richtig durchtreiben werden mit. Und das gefällt mir, dass denke ich, dass wir da eine richtig geile Anlage von hinkriegen. Der ein oder andere Ast, der wird mit Sicherheit im Frühjahr noch mal rauskommen, gekürzt werden, eine kleine Korrektur. Was der kleine liebe Kollege, habe ich auch schon mal in anderen Videos gesagt, macht, er neigt auch ein bisschen zu Mehltau. Mehltau ist eine pilzliche, ja, eine pilzliche Krankheit und das können wir eigentlich nur, wenn wir das jetzt am Holz sehen. Ich will mal hoffen, dass ich hier jetzt gleich mal einen finde. Dass wir das eben mechanisch bekämpfen, rausschneiden und in der Vegetation hauen wir da immer, na ich sag mal, wie oft spritzen wir das? 3-4 Mal im Jahr, dass wir ein Mehltaumittel mitnehmen, dass wir sowas auch im Griff behalten hier. Ich denke mal, dass wir da mit der Sorte Fräulein, wir haben jetzt ja die Erstlingsfrüchte letzten Herbst geerntet, dass wir da gut mit aufgestellt sind. Und dass die Sorte auch gut im Markt einfließen wird. Man hat gutes Feedback gehört, auch die Mannschaften, die schon mal welche verteilt haben, den Endverbraucher mal angesprochen haben. Das wird laufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Elbe Obst, die macht sich auch richtig stark dafür. Und das finde ich einfach toll. Und ich finde das auch toll, dass an den Namen, klar, muss man sich erst dran gewöhnen. Aber er geht locker über die Zunge. Das läuft, das finden wir auch toll. Und es ist einfach schön. Auch vom bisher und alles. Ich denke, das kriegen wir hin. Wichtig. Weißt du, was ist? Zu kalt. Ist irgendwie ein bisschen kalt hier, ne? Zu kalt, ey. Also, ich komme mir nicht so richtig klar. Ja, das hat noch nicht funktioniert. Es hat noch nicht funktioniert. Vielleicht musst du noch mal. Wir kommen nicht in die richtige Jahreszeit. Noch nicht die richtige. Boah, geiles Wetter. Das war ja ein Sprung. Die das Jacke. Das hat nicht auf Anhieb eben geklappt, aber jetzt, ne? Boah, Mann, ey, das ist ja Schlüpferwetter. Guck dir mal die Bäume an. Was hier passiert? 31. März. Lass mal ein Stück gehen, du. Wahnsinn. Also, das war eben mit dem Schnee da. Das war ja nicht schön, ne? Ja, Schirm über die Kamera und alles, du. Mann, ey, guck dir das an. Die schieben schon richtig hier. Ja, auch der Schampost unten, ne? Ja. Auf einmal liegt er da. Wahnsinn, irre. Ja, lass uns mal am Baum rangehen hier. Ja, Leute, ihr könnt das hier richtig sehen, wie die jetzt hier. Gestern haben wir auch schon warme Temperaturen gehabt. Die kommen richtig in den Gang. Das ist hier richtig schönes Blütenholz. Was der Vorteil war, dass wir sie schön im Pflanzjahr angeschnitten haben, dass das Holz sich auch bekleidet hier, sonst keilt das auf. Und wenn ich hier die Mitte, Michi, das ist doch Bombe. Das ist doch mit den Fruchtspießen hier. Super. Also hier kommt keine Felco 7 ran. Ich wüsste nicht, was ich hier jetzt schneiden soll. Und auch wenn ich hier mit dem Schlepper mal durch die Anlage fahre, ich lasse den Baum erst noch so. Ich könnte diesen jetzt auch rausnehmen. Da machen wir gar nichts dran erst. Das lassen wir einfach so. Und ich glaube, entscheidend ist nachher, dass wir die Äpfel zählen, dass wir nicht zu viele drauf haben und nicht zu wenig. Und dann kann da richtig was von werden. Also das Fräulein, so wie die sich jetzt darstellen, hier im zweiten Jahr, bin ich da von begeistert. Wirklich. Also das Blütenholz, was da dran ist, richtig kuschelig. Ja, und wir haben da eben mal den Schampost rangeschnipst. Da erhoffen wir uns natürlich auch noch was von. Einmal dazu, dass der Boden länger feucht hält, weil wir haben ja diese trockenen Sommere. Ja. Dass wir da noch mehr Feuchtigkeit halten. Ja, und ich denke auch, was Michi jetzt angesprochen hat, du willst auch gerne, dass deine,
Ja, dein Gerüst, der Baum soll das Volumen erreichen in den ersten 3 Jahren. Er muss seine Größe kriegen. Wir wollen dann ja auch ernten, ne? Du willst ja auch einen Rückfluss haben. Das ist total wichtig. Der soll ja jetzt nicht 3 Jahre dahin kümmern. Ich habe so das Gefühl, dass gerade das Fräulein auch richtig ein bisschen was an den Füßen braucht. Klar ist auch der Standort entscheidend, gehst du auf frischen Land rauf oder wie das denn so ist. Aber das muss jeder so selber sehen, ne? Wie das so kommt. Und sie haben ja letztes Jahr, das kann man ja hier auch schön sehen, wir gehen noch mal kurz am Baum ran. Der hat ja letztes Jahr von hier bis da gewachsen. Das ist jetzt eigentlich so das Optimum, mehr Trieb wollen wir gar nicht haben. Auch hier sieht man das, aber wenn er jetzt noch ein paar Äbel schleppen soll, er muss auch die Power haben, ne? Das ist wichtig, ist das. Das ist meine Meinung dazu. Aber ich bin begeistert. Wir haben sie gut durch den Winter gekriegt. Ich sehe hier keine Frostrisse. Das ist schon mal positiv. Ich würde sagen, wir springen mal einen Schritt weiter, ne? Dass hier mal die Blüte ist, oder? Kurz vor der Blüte. Genau. Also irgendwie, mach mal noch mal den gleichen Move. Irgendwie war das gut. Weil okay. von Schnee in Sonne war angenehmer. Ja, ne? Mal sehen, ob ich denn mit nächstem Mal noch weniger Klamotten anhab. Ja, Leute, was ist hier eigentlich los? 31. März waren wir hier vorher, da haben wir total wenig Zeug an. Und jetzt, ich stehe hier, in den Senken haben wir Wasser. Also wir kriegen in 3 Tagen immer so einen schönen Regenmesser voll hier aktuell. Das ist total scheiße. Also das war ja Wahnsinn. Wir waren ja im Schnee, sind wir angefangen da unten. Ja. Dann war so schönes Wetter und wir dachten, es kann ja nicht besser werden. Ja. Und jetzt genau das Gegenteil. Guckt jetzt, euch das an hier unten. Jetzt laufen wir hier, du kannst eine Entenzucht aufmachen oder Reis sehen. Das ist Wahnsinn. Kleine Säcken haben wir auch schon reingefahren, was ja völlig normal ist. Und das kriegen wir aber auch alles wieder hin. Aber es ist im Moment so doof, dass das sich von der Kälte her so zieht und alles. So. Auch der April, der war total kalt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle schaut euch jetzt mal eben die Berechnungsnächte an, wo die Fräulein richtig im Eis sind. Genau, 4-mal waren wir dabei. So, zurück sind wir aus der kalten Nacht. Da ist es natürlich hier schon mal wesentlich angenehmer als da eben im Eis, ne? Ja, das auf jeden Fall. Wir haben neulich auch mal 2 Tage gehabt, einen Sonntag und einen Montag, wo das richtig aus der Hose ging, wo das richtig toll war, wo das schön war. Und wir sehen hier unsere Fräulein, dass sie fast alle komplett auf sind. Ein paar vereinzelte kommen jetzt noch. Es ist ein hübsches Bild. Im 2. Standjahr hier, das ist einfach klasse, wie das aussieht. Der Blütenansatz, ich glaube, es war auch genau richtig, dass wir letztes Jahr alle Blüten runtergemacht haben, so dass er für dieses Jahr voll die Kraft hat. Der Baum kann sich entwickeln und auch wie schön sie hier am Holz garniert sind. Hier, das finde ich einfach klasse. Auch die Mittelachse, total schön, total herrlich. Und man kann auch sagen, er ist hier im Bützlet im Dedenbeek gut angekommen. Er will auch wachsen, er will jetzt hier richtig sagen, komm, ich bleib bei dir, ich mach das hier, das Ding. Und das Blatt sieht gut aus, das muss ich erstmal sagen. Michi, es sieht besser aus als letztes Jahr. Auf jeden Fall. Natürlich auch bedingt jetzt durch den fleißigen Regen, den wir hier hatten, vorher die Berechnungsnächte. Dann war eigentlich durchgängig immer Regen. Ja. Und das sieht man ja auch. Ne, das schafft die Drainage nicht. Trägt da natürlich auch mit zu bei, ne? Auf jeden Fall. Was vor allen Dingen total wichtig ist, ja, man sagt jetzt, oh Mann, das regnet immer. Klar könnte das ein bisschen wärmer sein, aber wir können uns beim lieben Herrgott nicht das Wetter aussuchen. Wir müssen es so hinnehmen, wie es jetzt kommt. Und so wie es aussieht, wird es jetzt noch eine Woche bis 25. Mai so richtig durchwachsen sein. Aber dann kommt das schöne Wetter. Und das ist für uns vor allen Dingen total wichtig, wenn die Blüte vorbei ist und wir in der Zellteilungsphase kommen. Da können wir noch eine ganze Menge rausholen. Wenn da schönes Wetter ist und das alles richtig schön wächst, dann ist noch alles drin für den Sommer. Genau, klar ist der Regen gut für die Blüte jetzt, dass wir auch schön feuchtes Wetter haben und so. Wüchsiges Wetter auch. Aber natürlich könnte es jetzt auch mal ein bisschen trocken sein, dass die Bienen auch richtig schön fliegen. Ja, jetzt, da habe ich natürlich auch. Wir schnacken auch mit vielen Berufskollegen und denn ja, sind Erfahrungswerte. Ein paar Jahrzehnte machen wir das ja schon hier. Obstanbau und es ist einfach so schlechtes Blühwetter. Die Bienen, die fliegen manchmal. Gestern auch hatten wir Gewitterneigung. Es kam auch ein Gewitter. Davor die Stunde, da hatten die Bienen mal ja, vielleicht 2,5 Stunden Zeit am Tag, wo sie mal richtig was machen konnten. Dann war aber auch Halligalli. Ja, und das ist immer so eine kurze Zeit nur, ne? Genau. Aber nichtsdestotrotz, der Wind bestäubt auch mit. Ja, die Bienen sind schon sehr wichtig für uns, für die Bestäubung. Dass wir hier auch Fräulein ernten können, ne?
Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und ich denke auch bei diesen kleinen Bäumen, da werden Michi, Petra und ich, wenn die denn nachher angesetzt haben, eine kleine Korrektur machen. Ne? Mit der Hand meinst du natürlich. Mit der Hand. Ne? Aber das werden wir noch sehen. Vielleicht springen wir da auch noch mal hin. Ne? Da springen wir auch noch hin. Aber eine hübsche Blütenpracht. Es sieht herrlich aus, so eine Reihe. Einfach schick. Wir haben auch Zeitraffer laufen. Ne? Ihr habt das vielleicht auch schon mal mitgekriegt auf Instagram und Facebook. Auf der Fräulein-Seite, da sind wir auch manchmal zu sehen. Und genau. Da könnt ihr auch gerne mal raufschauen. Natürlich seht ihr das jetzt gerade erst am Ende des Jahres. Aber ich denke mal, ihr habt das im Jahr schon gesehen, dass wir da auch mal hier und da mal waren. Aber ich würde sagen, Papa versucht jetzt schon mal wieder uns ein bisschen weiter zu katapultieren. Dass wir jetzt hier mal irgendwie weiterkommen. Wo wollen wir hinspringen? Was wollen wir sehen? Blüte ist jetzt hier. Wollen wir mal gucken, so ein bisschen Haselnussgröße oder? Ja, ich springe da hin. Wir wollen den Apfel sehen. Aber nicht den großen Apfel. Nein. Den kleinen Apfel. Genau, jetzt könnte man das den Slogan machen, wir wollen den kleinen Fräulein sehen. Wir wollen das kleine Fräulein sehen. Ich würde sagen, du versuchst mal den rechten Baum hier. Da springst du jetzt mal so gegen den Pfahl. Und wenn du jetzt gleich wieder zurückschlägst vom Pfahl ab, dann sind wir, glaube ich, weiter. Ich glaube, das müsste klappen. Alles klar. Ne? Versuch das mal. Okay. Und? So, Leute, mitten im Hochsommer hier sind wir bei unserer Fräulein behangen. Von der Besatzdichte hätten wir uns natürlich ein paar mehr gewünscht. Wir haben bescheidenes Blühwetter gehabt. Das trifft auch bei anderen Sorten zu, die wir im Betrieb mit haben. Das ist uns nicht ganz so gelungen. Wir hätten gerne ein paar mehr Fräulein dran. Unsere Berufskollegen, die schon Fräulein haben, die sehen das genauso. Ab und zu plaudern wir ja auch mal zusammen. Aber lass uns einfach mal rangucken hier am Baum. Schöne, dicke Klöten sind das hier schon. Richtig schöne Fräulein. Auch hier so an der Mittelachse. Wir haben schon eine schöne Größe. 45, stellenweise auch schon 50 mm. Da kann man wirklich mit zufrieden sein. Was haben wir hier noch gemacht? Wir haben die Fahrgassen neu gemacht, weil sie so verdichtet waren und alles. Mussten wir da mal ein bisschen agieren eben. Das ist auch wieder schier geworden. Ja, und dadurch, dass wir jetzt immer mal ein bisschen Niederschlag hatten und eigentlich auch guten Niederschlag, einmal 40 das eine Wochenende, 40 mm, dann letzte Woche mal 20, hast du eine optimale Wasserversorgung für den Baum. Er hat ein bisschen weniger Äpfel dran. Und wenn wir jetzt mit euch mal hier mal rangehen, von hier, von meinen Finger bis hier, da haben wir 40 cm Neutrieb. Das ist ein bisschen viel, aber wir wollen den Baum hier auch groß kriegen. Er soll sein Ertragskleid voll machen. Und dann denke ich, dass das nächstes Jahr noch viel besser aussieht. Und da bin ich sehr Wurzelschnitt wahrscheinlich machen werden, ne? Wahrscheinlich. Die Diagnose, ich glaube, mit Sicherheit wird das kommen. Und was ihr euch nochmal, wenn ihr auch dieses Jahr die ersten Fräulein in Betrieb gepflanzt habt, die sehen erst immer das erste Jahr bescheiden aus. Du denkst, du hast Rostmilbe oder irgendwas da dran. Aber jetzt so im zweiten Laub, auch für Michi hier an längs filmt, knackiges Laub, sehen ordentlich aus. Also wir sind damit zufrieden. Und das sieht auch durch die Belaubung erst immer wenig aus. Aber wenn du denn mal zählst. Ja, kannst du ja auch gerne mal eben zählen, den Baum. Ja, wir zählen den mal eben. So weit musst du ja nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wir haben hier 17 Äppel dran. Klar wäre das auch schön, wenn das 25 wären. Aber wie sagt man so schön, es ist nun mal so, wie es ist. Dafür kriegen sie auch eine schöne Größe. Und eine schöne Farbe auch. Da gehe ich von aus. Das haben wir oft. Wenn am Baum weniger Äppel dranhängen, die werden einfach schicker werden die einfach. Ja, also wir sind ja aus dem schönen Regenwetter da in der Blüte gekommen. Da bist du gegen Baum gesprungen und dann sind wir hierher katapultiert worden. Ja. Ja, wir müssen uns jetzt hier eine Überlegung machen. Wie kommen wir weiter? Wo wollen wir eigentlich hinspringen? In welches Zeitfenster? Also wir haben jetzt ja hier so die Größe 50 erreicht und haben jetzt heute das Datum, den 4. Juni, den 4. Juli, ja. 21. Und ja, wo wollen wir hinspringen? Was machen wir denn hier so noch? Also ich würde sagen, lass uns letzte Augustwoche hinspringen. Ja, ne? Dass wir nochmal so ein Vorerntevideo machen, weil sie werden ja erst, also ich sag jetzt mal, 3. Oktoberwoche geerntet. Ja. Und das ist zwischen 15. und 20., glaube ich. Es kann auch sein, dass wir erst am 25. pflücken. So ist es. Wir nehmen euch mit. Hast du das mit dem Pinzieren erzählt, bevor wir jetzt gleich wegspringen? Das können wir hier noch mal eben erzählen. Ihr seht das hier, wir haben das hier mit der Schere gemacht, weil ich da nicht so viel Wunden habe. Haben die Konkurrenz weggenommen. Ihr müsst euch vorstellen, er soll gerade nach oben wachsen. Er soll die Führung machen.
wird jetzt im Spätsommer einmal angebunden mit einem Armbänder, sodass er richtig gut wächst. Michael geht noch mal eben ein Stück zurück. Wir zeigen euch mal hier, dieser hat ein bisschen weniger Seitenholz. So einer ist auch schon mal fast oben jetzt, ne? Sowas gibt es auch hier. Aber wirklich, das hat sich positiv entwickelt. Wir kriegen diese, ihr müsst euch vorstellen, diese Fruchtwand unwahrscheinlich schön voll für nächstes Jahr. Das sieht richtig gut aus, auch dass das Fräulein hier so nicht so steile Dinger macht. Wenn wir hier nächstes Jahr auch ein, zwei Äpfel anhaben, das wird richtig gut. Das glaube ich auch. Das ist wirklich schön. Er ist mir ans Herz gewachsen, muss ich auch sagen. Wir haben jetzt hier pinxiert. Das ist die Arbeit, was noch ganz wichtig ist. Wenn ihr vom Schlepper aus fahrt durch eure Fräuleinanlagen und ihr seht schon mal ein paar Mehltauspitzen, macht euch die Mühe, lauft die eben ab. Genau, das musst du auf jeden Fall machen. Das muss einfach eben mit der Schere rausgeschnitten werden und dann ist das gut. Genau, ich würde sagen, Ende August haben wir jetzt gleich. Dann lass uns da mal hinspringen. Ich denke mal, wenn du, dieser Pfahl ist so frei da, ne? Ja. Wenn du da jetzt mit deiner Hand raufschlägst, ja. Ich glaube, dann sind wir Ende August. Dann sind wir Ende August. Ja, du musst, schlag mal rauf. Das war zu wenig. Ja, hau mal richtig gegen. Oder nimm die Faust. Einmal gegenhauen. Hat geklappt, oder? Zwei Monate später. Aber wir sind im falschen Monat. Leute, was passiert? Wir wollten Ende August sein, aber wir sind leider schon zu weit. Wir sind zu weit. Oktober. Ja. Oktober. Was haben wir denn heute von Datum? Den 14. Oktober. 14. Oktober. Wir haben gestern mit unserem lieben, netten Andreas Hahn, ist unser Berater, unser Coach. Da haben wir noch mit geschnackt. Es sind auch zwei Vorführungen gemacht worden über die Sorte Fräulein. Wie sie einmal im Nordkidding aussehen, wie sie im alten Land aussehen, weil wir da oft Unterschiede haben. Ja, und dann sind wir da rangegangen. Michael ist das aufgefallen, mir auch, dass sie unterschiedlich färben und jetzt schon in die Genussreife kommen. Das ist also wirklich, man kann das richtig sehen, wenn man den Apfel anfasst. Die sitzen auch lose und sind einfach richtig hübsch geworden. Diese Farbe, das Leuchtende, das sieht richtig gut aus. Wenn ihr das mal seht hier am Baum, da geht einem das Herz auf, du da. Das ist alles richtig gemacht. Ich wünsche der Sorte, dass wir Obstbauern da richtig Glück mit haben, dass das gut angenommen wird vom Endverbraucher. Denn ich habe heute Morgen schon einen durchgeschnitten und er schmeckt also richtig geil. Also du kannst, wenn du jetzt einen Brebion durchschneidest, das ist noch richtig Medium um diese Jahreszeit. Er kriegt auch eine gewisse Reife, aber Fräulein, den kannst du jetzt sofort so essen. Das ist richtig, richtig also, gut. Es wurde ja auch gesagt vom Versuchsring, dass der Apfel verändert sich auch. Dieses jetzt zweite Laub, das ist eine ganz andere Frucht, als wenn du Erstlingsfrüchte hast, ne? So wie letztes Jahr, die wir hatten. Die waren noch sauer, richtig ja, sauer. Das war noch nichts. Und jetzt das zweite Jahr. Das ist richtig, richtig schick. Größe auch. Und ihr müsst das sehen, der fässt sich auch richtig schön an, als wenn ihr einer so ein bisschen mit Nivea-Creme eingepudert hat. Also der ist so richtig jetzt, wenn der in der Stube liegt, da kann man doch gar nicht an vorbeigehen. Ja, ne? Ist so. Schneid den Apfel auf. Und was wir jetzt machen, ist, wir müssen eine zweite Pflücke machen. Aber bevor wir uns die zweite Pflücke angucken, würde ich sagen, springen wir jetzt mal. Was willst du für einen Move machen? Einmal in die Hände klatschen oder irgendwie, dass wir dann den Plugotruck hier haben. Genau. Ne? Würde ich sagen, Alter, ey, wir sind zurückkatapultiert worden. Hier waren wir eigentlich Anfang des Jahres. Aber wenn wir uns umdrehen, da ist der Plugotruck. Da läuft der gute Kollege, wir gehen mal eben an der Seite vorbei. Wir nehmen das ganze Ding mal von hinten an. Hier einmal reingucken. Aber die legt doch noch wirklich schön vorsichtig ab. Das ist doch schlimmer. Ja, und wir pflücken sogar schon jetzt im zweiten Laub, dass wir jede Gasse fahren. Wir können nicht durch die Bäume gehen, ihr müsst ja mal gucken. Von hier, wenn du die dann siehst, die hier noch sitzen, da fahren wir hier durch. Das machen wir uns die Mühe. Kurze Wege. Hallo. Hallo. Hier kann man das richtig schön sehen, wie sie bei der Arbeit sind, wie das schön funktioniert, wie das von der Hand geht. Genau, wir müssen das schon, also du hast uns ja erzählt, also dass der Fräulein Druck ist. Und
wollen wir sie nicht mehr pflücken. Weil wir zu denken haben, dass wir dann mit Pflückzug, wenn wir sie aufleeren, umstellen kriegen. Ne? Ja, zu forsch hoch. Da passieren die meisten Unfälle. Ja. Wir wollen jetzt auch mal einpflücken. Und er geht so schön, wenn man das hier sieht. So schön ab. Also du hast keine Blätter dran. Das haben wir sonst oft bei anderen Sorten. Also habt eure Fräulein willig in den Augen. Das ist doch einfach herrlich. Da laufen sie langsam hoch. Und könnt da hinten schön eingepackt werden. Die Technik ist gut, das macht Laune, das macht Spaß. Wir finden das schön. Auch wenn ich das sehe hier, die Fruchtgröße ist eigentlich optimal. Michi, das ist hier 75, 85. So soll der Apfel präsentiert werden. Und jetzt werden wir noch mal zu der Kiste rübergehen, wie so eine volle Kiste eigentlich aussieht. So, hier sehen wir auch das, was hängen bleibt. Hier waren sie jetzt schon komplett durch. Und wenn man sich jetzt diese Äpfel anguckt, dann ist das hier kein Fräulein, weil einfach der rote Touch fehlt. Der fehlt. Natürlich sind hier nicht viele, die hängen bleiben. Ich würde sagen, nicht jeder Baum hat noch einen Apfel. Also nee, aber auch wenn wir das jetzt hier mal eben so beobachten, wir können die mal eben zählen. 1, 2, 3, 4, 5 ist ein Kilo. Wenn ein halbes Kilo hier pro Baum ist und du rechnest das mal eben auf einen Hektar hoch, auf 3000 Bäume, dann sind wir bei 1500 Kilo. Ja. Ob ich die jetzt richtig Premium noch zum Schloss kriege, dann kann man sich auf die Schulter klopfen, Mensch, das haben wir geil gemacht. Die kann ich noch zum vernünftigen Kurs verkaufen. Und sonst, wenn ich sie jetzt pflück, dann ist das zweite Wahl. Ja. Oder sie gehen in den Wurst. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen bleiben sie hängen und wir fahren hier nochmal durch. Ja, und so sieht dann eine fertige Kiste aus, wenn sie abgesetzt ist vom Plugotrack. Und einfach ich finde das Gesamtbild herrlich, herrlich. Ist auch richtig schön. So, Michael. Der ist auch richtig saftig. Ich habe erst schon einen gegessen. Auch hier der Ton, wenn ihr das seht, und die Kerne super ausgebildet. Und jetzt machen wir zusammen den Biss mal. Saftig, ne? Also den kannst du so essen. Ja. Sonst hast du das, dann kaufst du dir einen Apfel mitunter. Und dann, oh, ist der sauer. Mann. Und den müssen erstmal einen Augenblick liegen. Aber diesen hier, den kannst du so essen. Richtig gut. Ich würde sagen, du, wie kommen wir jetzt in die Winterruhe, wenn die Blätter fallen? Zweite Pflücke brauchen wir ja nicht zeigen. Das ist ja nicht so interessant. Wir konnten da eben auch nicht viel zeigen, denn die Jungs sind da eingespielt und dann stehen wir hier nur im Weg. Das hat man, glaube ich, eben gemerkt im Video. Ja. Und wer noch mehr zum Plugotrack sehen will an dieser Stelle mal eben, wir haben auch mehr Videos, wo man ihn richtig im Einsatz sieht. Ja. Na, also wer da Interesse an hat, guckt einfach mal auf unseren Kanal, da seht ihr das. Springst du in die Kiste oder wie machst du das? Hm. Und dann sind wir in der Winterruhe. Ja, das kann ich machen. In die Kiste, was heißt in die Kiste springen? Ja, auf der Äpfel wäre natürlich nicht so gut, ne? Leute, ich würde sagen, Papa beißt jetzt ab und dann klappt das schon. Dann klappt das schon. Leute, einfach geil, richtig Fräulein. So. Richtig schönes Fräulein. Die Blätter sind vom Baum, ihr seht das hier. Sie verlieren auch früh die Blätter. Das finde ich auch erstmal klasse. Ja, wir sind angenehm überrascht von dem Apfel, geschmacklich. Auch wenn ihr euch mal so ein Kilo oder 5 Kilo kauft, die können auch ein bisschen länger liegen zu Hause. Die sind nicht gleich pappig oder so. Und was ihr habt immer den schönen crunchigen Geschmack. Ich finde auch die Note, Zucker, Säure, richtig geil. Das ist so richtig erfrischend. Ich glaube schon, dass wir so manche Zunge damit ja, neues Erlebnis, neues Lebensgefühl geben können. Denn ein schöner Apfel, der gut lagerfähig ist, der passt auch für die jungen Haushalte. Fräulein, da gewöhnt man sich an den Namen, ist einfach schön. Ich würde sagen, Leute, das war mal so, das waren 12 Monate, wir sind jetzt oben angekommen. Ihr seht das hier, es hat hier richtig geregnet, es ist einfach nass. Das ist... Wir hatten, glaube ich, alle Jahreszeiten. Wir hatten Sommer, wir hatten Schnee ganz am Anfang, wir hatten Sturm, jetzt weht das auch ein bisschen hier. Regen. Und das war mal so ein Video, wo wir einfach mal die zwei Reihen hochgegangen sind und mal so euch ein paar Einblicke geben konnten. Wir haben jetzt nicht gezeigt, wie wir die Arbeiten ausführen richtig, sondern haben immer dazu was erzählt, was wir gemacht haben oder was fällig war. Ne? Ja, und das Video gibt das auch schön hier, wenn der eine oder andere sich das jetzt überlegen möchte, wollen wir die Sorte Fräulein mit ins Boot nehmen.
ist das was für uns. Also da können wir das nur wirklich bestätigen. Jetzt im zweiten Laub die Früchte, das ist schon was Schickes. Der Kollege ist nicht ganz einfach. Er wird von Natur aus schon mal groß. Das heißt, wir brauchen auch ein ordentliches Baumkleid nachher. Und man kann, glaube ich, eher sagen, wir können einen kleinen Überhang haben. Aber das hat auch viel mit dem Blühwetter was zu tun. Das kennt ihr alle mit Obstbau, egal in der Landwirtschaft, einfach kann jeder. Es ist egal, welches Produkt ich anbaue, es ist nicht immer einfach, weil wir voll von der Natur abhängig sind. Na, mal hast du hier ein Problem, dann ist das da wieder ein bisschen kälter. Oder wir haben diese Temperaturstürze tagsüber, was weiß ich, 30 Grad, nachts kühlt das ab. Ja. Das sind... haben wir auch gut gesehen hier, die Beregnungsnächte. Da waren wir auch hier, wie sie im Eis standen, das war auch schick. Das war auch schick. Ich finde das aber auch geil, wie sich der Baum garniert hat. Von hier bis hier hat er dieses Jahr gewachsen. Ich sage das hier nochmal, von da bis da. Das sind so gute 40 cm. Das ist so an der Grenze, dieser Trieb sogar noch mehr. Der geht nach 50 cm hin. Wir haben das im letzten Video auch gezeigt. Wir haben hier jetzt schon im zweiten Jahr gleich Wurzelschnitt gemacht, weil das Baumkleid schon fast oben ist und wir nicht zu viel vegetatives, so sagt man im Fachjargon, nicht zu geiles Wachstum da rein haben wollen. Denn wir müssen ganz, ganz wichtig, dass wir dies hier sehen als Obstbauer. Die Knospen, Blütenknospen, ne? Ja. Fürs nächste Jahr, Fruchtspieße, sowas. Das muss da in sein. Das ist das Ziel, ist nicht immer ganz einfach hinzukriegen. Jetzt sind wir gerade hier bei, nun wollen wir auch noch ein bisschen fachsimpeln. Hier mal ganz schön in eine Kamera. Ne? Der Profi sieht es gleich beim Winterschnitt, eine Mehltauspitze. Auch dem, ja, das ist Fräulein auch ein bisschen bekannt für, haben wir auch in anderen Videos gesagt. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel von bekommt. Ja genau, ihr habt das vielleicht auch, die uns auf Instagram verfolgen, auch da gesehen, dass wir auf der Fräulein-Seite immer so ein bisschen aktiv waren dieses Jahr über und auch da immer Einblicke gegeben haben. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also das waren mal so 12 Monate. Ihr könnt mal unterschreiben unter dem Video, wie ihr das fandet. Man kann das natürlich noch ausbauen, das Ganze. Wir haben uns das eigentlich am Anfang des Jahres mal überlegt, das so zu machen. Da hat das gerade geschneit, das war schön, lass uns mal loslaufen. Nehmen uns hier mal zwei Reihen vor. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Weihnachtszeit. Die ist jetzt ja schon wieder vorbei. Ja. Dass ihr mal ein bisschen runterfahren konntet. Ein bisschen mit der Familie zusammen. Auch morgens mal eine Stunde länger schlafen. Auch mal was Schönes. Ja, 21, wo ist das geblieben, ne? Wenn man das so nimmt. Ich habe früher mal gedacht, Mann, erst konntest du keine 18 werden und jetzt eine Woche ist nichts, ein Monat. Wie schnell ist aber die Zeit rum, ne? Das ist doch Wahnsinn. Das ist heftig, ja. Ja, 22, was versprechen wir uns davon? Ja, die Politik hat sich auch ein bisschen verändert und die ersten Sachen kann man ja auch schon lesen mal, so ein bisschen, was sie sich so auf die Pistole geschrieben haben. Ich bin mal gespannt, was unser neuer Landwirtschaftsminister so an den Tag legen wird. Ich möchte gern, dass die Landwirtschaft fair behandelt wird, dass wir vernünftige Erzeugerpreise kriegen in allen Bereichen. Und ich möchte auch gerne für die Produkte, die hier importiert werden, dass dieselben Arbeitsbedingungen oder das Qualitätsmanagement dahinter steht. Das möchte ich gern. Denn hier in Deutschland wird uns Landwirte richtig auf die Finger geguckt. Egal welche Spritzung, egal wann du gesät hast oder einen Umbruch gemacht hast. Und ob das überall so ist wie hier, das ist eine große Frage, ne? Ist eine große Frage. Denn wir wollen auch weiterhin Landwirtschaft machen, Obstbau, egal was hier. Wir haben einen geilen Job, aber sie müssen uns auch lassen, ne? So ist es. Und dass auch die junge Generation da Lust an hat und das auch mitzieht und so. Ich kann nur sagen, das macht richtig Spaß, mit Michael zusammen den Betrieb hier zu führen. Aber wichtig ist eben auch, und das ist egal, ob du zur Arbeit gehst oder so, wichtig ist, dass am Ende was überbleibt. Das ist das Ziel. Sonst brauchst du das Ganze nicht machen. Sonst brauchst du das nicht machen. Wir sind hier nicht Landschaftspfleger und arbeiten für null. Das geht nicht. Ja. Na, und das muss fair bleiben. Letztendlich ist das für viele Betriebe jetzt auch, wir brauchen nur ein paar Sachen aufzählen. Diesel sind auch schon viele Kosten, Pflanzenschutzmittel, Dünger enorm, wenn ich das sehe bei Kagamon, Land und Forst habe ich auch, wenn ich da mal reingucke. Das ist ja irre, wie das abgegangen ist alles, ne? Ja. Und das soll bezahlbar bleiben, ne? Das ist so. Nein, ich denke, ja, was erstmal ganz wichtig ist, dass man morgens auch Bock hat aufzustehen und auch ja, zu arbeiten, ne? Das ist doch wichtig. Du hast ja immer mal diese Novembertage oder diese Dezember ja auch noch diese scheiß trüben Tage und so. So wie jetzt, ne? So wie neulich mit dem Frost 22, los, Baumwurzelschneider an. Das hat hier richtig Bock gemacht. Das war zwar kalt, aber das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn die Sonne scheint, ne? Das finde ich viel schicker. Und
Das ist so. Also würde ich sagen, wir haben heute den 31.12. Ihr habt das um 11.30 Uhr gesehen. Wir sehen uns im nächsten Jahr in alter Frische wieder. Ich denke, dass wir am 5. Januar wieder starten. Das ist Mittwoch. Wir werden das jetzt erstmal mit einem Video die Woche so lassen. Dass wir da ja so ein bisschen, weil jetzt aktuell ist hier echt nicht viel zu filmen. Und wir müssen uns erstmal einen Schlachtplan machen, wie wir das machen wollen, was wir jetzt so an Videos, was da an Videos so kommt. Genau. Und dann würde ich sagen, geht das in alter Frische so weiter. Die Anregungen kommen ja auch von der Community. Community? Da sind so ein paar neumodische Namen bei, ne? Da muss man sich erst dran gewöhnen. Ne? Ja. So ist es. Also, wer gedacht hat, dass wir jetzt hier immer hochgelaufen sind die ganze Zeit, wir haben natürlich hier immer unsere Kawasaki im Hintergrund stehen, man hat sie manchmal auch entdeckt, weil wir sind ja auch ein bisschen faul, wir laufen jetzt ja nicht die ganze Zeit hier immer hoch und runter. Ne? Ja, aber dadurch, dass es vorher gefroren hat und wenn das jetzt ein bisschen geregnet hat, das ist ja hier, als wenn du gar nicht vorwärts kommst, ne? Du läufst ja, da kannst du ja bald umkippen ja. Im Hof. Das ist nicht schön, ist das nicht? So. Nein, aber ja, finde ich auch nicht schön, wenn wir jetzt zweistellige Temperaturen hier kriegen zum Jahresende. Das muss alles nicht sein. Weil wenn dann denkt irgendwann der Baum, oh geil, ey, ich muss wieder loslegen, treibt aus. Und wenn wir dann nochmal 15 Grad minus kriegen, dann kann sich jeder vorstellen, was dann passiert. Ne? Ja. Ja. In diesem Sinne, knallt heute Abend mal richtig schön. Ne? Ist ja leider verboten, aber... Ja, oder knallen kann man ja viel verstehen, wenn du das so sagst. Ja. Da würde so mancher schmutzeln. Ich denke auch, also ich bevorzuge einen schönen Whisky. Eine schöne Mischung. Ich denke, ich werde meinen Nachbarn noch besuchen mal. Ja. Und vorher eine schöne Grundlage schaffen. Und, aber ich finde das sowieso schöner. Schön Piano. Schön so chill. Ja, Druckbetankung, das hat man in Jugend gemacht mit 16 oder so. Aber das muss jetzt nicht mehr sein. Ach nee, du. Ach gut, aber mitunter kann das mal passieren. Manchmal passiert das, ne? Aber es muss jetzt nicht, es kann jetzt nicht zum Standard werden, dass man jedes Mal da ausfällt. Nee, das ist Bild- und Tonstörung. Ja. Na, das ist nicht schön. Okay, in diesem Sinne. Ja, wir wünschen euch ein schönes Jahr 22. Erstmal da reinkommen. Dann denkst du auch immer, wenn du mal was aufschreibst, 22, das dauert ein paar Mal, aber dann setzt das auch in eine Birne, dass du das schreiben kannst und auch umsetzt. Und ja, die Zweien kannst du ja schreiben. Ja, ja, ne? Ist so. Nein, das ist so. Es hat Spaß gemacht mit euch. Wir wollen uns auch nochmal recht herzlich bedanken bei den ganz lieben Abonnenten, die immer fleißig mit zuschauen, auch was reinschreiben. Das finden wir toll, da wollen Michael und ich uns auch nochmal recht herzlich dieses Jahr für bedanken. Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle sagen wir es jetzt nochmal, wir sagen das zwar nicht oft, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann drückt da mal rauf. Das kostet kein Geld. Nee, es kostet kein Geld, es ist kostenlos und das ist für uns ein schönes Gefühl, wenn ihr uns abonniert. In diesem Sinne wollen wir jetzt mal Schluss machen. Genau. Bleibt gesund, haltet euch an die Spielregeln. Ja. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Ciao. Ciao.